Ja, hallo, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier auf dem Weg, einen zweiten Hund zu finden, da wem denn der besoffene Junge da hinten, ja, der hat Angst vor dem Drachen und ich weiß nicht, sollen wir uns da jetzt drauf einlassen oder laufen wir einfach weiter? Wir laufen da einfach weiter, vielleicht lässt uns der blöde Drache in Ruhe. Ja, wir suchen da einfach nach einem Begleiter, nämlich einen Hund, ja. Und der soll nach der Brücke, nachdem wir die nächste Festung, die bewacht wird von extrem vielen Zauberern, da sollen wir uns vorbeischleichen, nämlich hier, ja. Da sollen wir weitläufig herumlaufen. Irgendwann einmal auf dem Weg. Auf dem Weg laufen. Der Hund. Und die Festung soll ganz gemein sein, habe ich gehört. Hat mir Peter geschrieben. Aber ich glaube, so haben wir es geschafft. Und hier irgendwo soll dann ein Hund auf uns zukommen? Nicht ein Fuchs. Wir laufen mit den Füchsen permanent, gell? Wir schauen auf die Karte. Ja, wir müssten es bald einmal geschafft haben. Da auf der rechten Seite irgendwo gibt es eine Hütte von einem Einsiedler oder ein... Aber... Was mir auffällt, wir haben gesagt, wir laufen ja da nur am Tag. Deswegen werde ich da gleich einmal so 7 Stunden reinhauen, damit wir auch was sehen von der Umgebung. So. Und da hinten die blöde Festung. Du hast ja echt ein Problem mit deinen eigenen Tremors, verstehst du? Die wollen dich immer killen, weil du immer diesen blöden... Wir halten an. Was ist los? Blöden Stab hast du. Was braucht ihr? Ich zeige euch das kurz einmal. Das ist nämlich Waffen... Schutzgeist ist okay. Ja, Feuerbälle, aber sie hat nicht mehr viel Energie. Das kann sich bald einmal ändern. Weil die schießt dann, nachdem sie die Tremora beschworen hat, mit diesen blöden Feuerbällen und die nehmen das ja extrem persönlich. Die hauen dann auch auf die Aela. Ja, dir laufe ich nach. Genau, du bist jetzt mein Nächster. Wo ist er? Fuck. Da, ja, okay. Ja, genau, seht ihr. Mikos Hütte entdeckt, ja. Und da schauen wir gleich rein. Ja, Miko. Was ist los, Junge? Wollt ihr mitkommen? Kommt her, ihr dürft mir folgen, wenn ihr wollt. Ich brauche keinen Kläffer, der mir überall hinfolgt. Ja! Seht ihr, wir haben schon einen Hund wieder. Okidoki. Da schauen wir gleich mal nach. Nord, was ist mit dir? Gold hast du und die Kleidung. Ein wenig Hintergrundinformation über dein Leben. Wir schauen da mal in der First Person. Eigentlich ja. Gepflegter Bartschnitt, ja, aus gegangene Haare, so um die 45-50, ja, schätze ich mal. Tagebuch, das lesen wir kurz mal, wenn ich es noch kann. Nun, nach all den Jahren, die ich schon in diesen Wäldern lebe, ja, sieht es so aus, als wäre die Felsenhaxe schließlich mein Ende. Verflixt, das hatten wir auch schon, die Felsenhaxe. Damit kann ich mich abfinden.
All meine Freunde sind schon lange tot, nur der arme Meko ist mir noch geblieben. Er war mir stets ein treuer Begleiter und ich weiß, er wird für sich selbst sorgen können. Ich hoffe, ihn eines Tages wiederzusehen. Okay, ja. Also, du Junge, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine gute Entscheidung war, aber wir wären gleich einmal hier bei den Sauern. Wie versprochen, Zerstörung, Eissturm hat Umgebungsschaden, der kommt einmal weg, ja. Entfernen, Eisstachel ist ja, Feuerball, Feuerblitz, Feuerball hat Umgebungsschaden, nicht. Und Kettenblitz, ja, ich weiß nicht, danach springt er auf an, dann könnten wir auch weg, aber Funken, ja, müssten wir fast wegnehmen. Ja, versprochen ist versprochen, okay, gut. Also bitte, danke für die Info, danke für den netten Link hierher. Unser nächster Hund, den wir wahrscheinlich nicht verheizen werden, heißt Meko. Wir könnten ihn aber gleich mal nach Hause schicken, aber wir probieren es vorerst einmal so, ja? Ich untersuche mal noch kurz die Hütte hier. Und ja, das wird ein kurzes Video, egal, da gibt's noch, das nehme ich auch gleich mit, egal, im Fass gibt's Kohl, Karotte, Lauch und lauter Schmonsens. Eigentlich mag ich die andere Rüstung viel besser. Die schaut extrem cool aus. Okay. Ich finde da eigentlich nichts mehr. Tagebuch, das nehmen wir auch mit, gell? Das können wir einreihen zu Hause. Und lieber alter Nord, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Das steht, glaube ich, auch nirgends. Danke für diesen netten Hund. Der ist extrem cool. Bin aber gespannt, ob der auch genauso viel Widerstand hat wie unser Kampfhund. Glaube ich fast nicht, aber jetzt lass mich doch da raus, bitte. So, jetzt stellt sich die Frage, Leute, was machen wir da als nächstes? Also, bei den ja, Graubärten will ich nicht weitermachen. Das ist die Haut, schätze mal, der Hauptquest. Die Verschwörung der Abgeschworenen, kenne ich nicht. Wir könnten noch bei den verschiedenen, wir könnten das mal aufarbeiten hier. Das dürften so kleine Quests sein, die irgendwann mal da angefallen sind. Ja. Und das sind dann schon größere, die wahrscheinlich ein paar Videos brauchen. Also wir werden jetzt vorerst einmal das hier weitermachen. Ne? Ich schätze mal die kleinen da, also Armeebeiträge nicht. Sprich mit Aventus. Aha. Wir haben da auch noch gewisse Sachen da im Inventar. Bei den Büchern ist mir aufgefallen. Da, Brief eines Freundes. Schauen wir mal. Mit der Machtdemonstration eures Tum in Richtung habt ihr für einige auf und nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenbluts mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und euer Talent weiterentwickelt. Braucht ihr diesen Seiten einen wahren Helden? Ihr sollt eure Aufmerksamkeit auf Drachenzahngrad richten, sowie, ja genau, solche Sachen könnten wir auch. Aber das erste, was wir bekommen haben, ist, glaube ich, das Museumspamphlet.
Das Museum der Mystischen Morgenröte, eine Geschichte des Kultes, der die Septim-Dynastie stürzte, in seinem höchst eigenen Heim im Dämmerstein der großartigen Hauptstadt von Saale, freie Eintrittsfalle. Das, glaube ich, war das Erste, was wir bekommen haben. Und da werden wir dann auch gleich mal hinschauen, schätze ich mal. Ja, das klingt gut. Okay, Leute, ich mache hier einen Schnitt. Und das werden wir dann auch gleich mal eindrucken. Silus Vesuius präsentiert. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Ich suche es einmal so. Leute, ich verabschiede mich gleich einmal. Ja. Wir haben da jetzt einen Hund, ja. Sir Fowler sagt 2. Da, und er trauert ja, Meiko, lieber Freund, ja. Komm mit, ja. Wir werden es mal probieren, vielleicht schafft das, und wenn nicht, dann schneiden wir das Zeug neu und wir lassen ihn einfach zu Hause. Aela und Tosita verabschieden sich für dieses Mal und danke Peter nochmal für die Info, dass wir hier noch einen Hund gefunden haben. Das nächste Mal, ja, passen wir besser drauf auf. Wie gesagt, versprochen ist versprochen und wir haben einfach diese Zauber rausgenommen. Leute, schönes Wochenende und schöne Nacht noch, euer Toso. Ciao.